Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Daniela, lieber Rainer, freue mich sehr, heute hier im Landtag Nordrhein-Westfalen zu Gast zu sein. Mal wieder über die grüne Stadt zu sprechen, ist schon ein bisschen her. Ich war bis Anfang 2012 Ministerin für Umwelt, Energie, Verkehr und Bau des Saarlandes, ein weit kleineres Land, aber vielleicht mit der Montan-, Kohle- und Stahl-Vergangenheit beziehungsweise einer extremen Herausforderung, die demografische Entwicklung, die im Saarland ähnlich verläuft wie in den Ostbundesländern, zu bewerkstelligen, auch mit vielen Fragen befasst, die jetzt zunehmend auch im ganzen Bundesgebiet aufschlagen. Wie können wir einerseits die Zuwanderung in die Städte und gleichzeitig die Abnahme der Bevölkerung in ländlichen Regionen zusammenbringen, so dass es nachhaltig gestaltet wird, unser alter grüner Anspruch, die ökologischen Fragen mit den ökonomischen und mit den sozialen zu verbinden. Und ich hoffe, dass ich hier heute einen kleinen Überblick geben kann, wie wir das als Grüne über Jahrzehnte entwickelt haben, mit Ideen, mit Konzepten und, wie du das, Rainer, eben auch schon dargestellt hast, in vielerlei kommunaler Zusammenarbeit über die Bezirksräte, über die Gemeinderäte, über die Stadtparlamente dann auch in konkrete Projekte und Programme umgesetzt haben. Unsere Vorstellung, ich glaube, das ist nicht neu, dass wir die Menschen in zukunftsfähigen Städten sehen als Menschen, die schonend mit der Energie umgehen, weil wir eben vor den dramatischen Folgen des Klimawandels, der nicht mehr zu stoppen sein wird, aber vielleicht noch ein bisschen abzubremsen sein wird, konfrontiert sind mit einem Ressourcenschwund in einer Dynamik durch fast Staubsaugereffekte in Ländern der Erde wie China oder Indien, die uns hier mit einer Verknappung konfrontieren. Wir wollen Innenstädte, die lebhaft sind, bunt sind, grün sind, mit viel bewachsenem Grün, mit Wohnraum, der bezahlbar ist, von jung bis alt, der den inklusiven Gedanken berücksichtigt, damit Barrierefreiheit garantiert, gerade in der alternden Gesellschaft auch sehr wichtig. Wir wollen gute öffentliche Institutionen, grüne Räume, die allen zugänglich sind, den Schutz der unbebauten Flächen, vor allen Dingen im Außenraum, ja auch ein altes grünes Anliegen oder mittlerweile nicht mehr grün, sondern ein typisches städteplanerisches Anliegen, Innen- vor Außenentwicklung, weil klar ist, der Lückenschluss im Inneren ist ökologisch verträglicher, ist innen, ist nachhaltiger als die Entwicklung von Flächen im Ausland, verbunden mit einer nachhaltigen Mobilität, also weg eigentlich von der ursprünglich erdölbasierten Entwicklung der Städte hin zu Städten, die den Anforderungen der Menschen eher entsprechen, nah am Wohn- und Arbeitsort, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs zu sein. Ich möchte das im Einzelnen darlegen und möchte gerne mit einem Grundprinzip anfangen, für was wir Grüne auch schon lange streiten. Die Stadt der Zukunft ist die Stadt der Bürgerbeteiligung und des transparenten Handelns. Meine Zielvorstellung wäre, dass die Stadt der Zukunft ein Mitmachprojekt ist, eine Mitmachstadt, die von der aktiven Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger profitiert und damit auch die Möglichkeit der Identifikation in der Straße, im Quartier, in der ganzen Stadt bedeutet. Wir erleben es ja immer wieder, die Proteste gegen Bauvorhaben kleinerer und größerer Art. Da gibt es mit bei den Kollegen in Baden-Württemberg die großen Projekte um Stuttgart 21, ich habe mir das gerade letzte Woche noch mal angeguckt, wo Lücken innerhalb der Stadt, Wunden gerissen werden, die über Jahre und Jahrzehnte auch hohe Kosten verursachend die Bürgerinnen und Bürger bewegen, die sich da mehr Beteiligung und mehr Informationen gewünscht haben über die geplanten Maßnahmen in ihrem vertrauten Umfeld, dass man die Stadtentwicklung nicht nur am Reißbrett macht, sondern eben die Bürgerinnen und Bürger früh einbezieht in die Entwicklungsprozesse, weil die Menschen eben dort leben, ihr Leben verbringen und genau wissen, welche Anforderungen sie an ihre Umgebung haben und dass man diese Beteiligung eben frühzeitig beginnt, also dann, wenn es auch wirklich noch Planungsalternativen gibt und nicht, wenn das Projekt schon halb steht.
Instrumente dafür sind. Und ich habe mich gefreut, dass gerade gestern oder vorgestern euer kommunalpolitisches Papier für die kommunalen Europawahl verabschiedet wurde. Nein, nicht verabschiedet, sondern als Antrag wird er ja erst eingebracht in die Landesversammlung, aber im Internet zugänglich war, dass auch nochmal darauf hingewiesen wurde, dass die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ein Gesetz zur Stärkung der Bürgerbeteiligung auf den Weg gebracht hat. Natürlich wird es wichtig sein, dass man die Bürgerbeteiligung auch im Baurecht verankert bei öffentlichen Programmen, wie zum Beispiel bei der Städtebauförderung, früh anlegt, dass man auch ein Informationszugangsrecht für die Bürgerinnen und Bürger schafft im Grundgesetz oder auch eben auf den Länderebenen, um die Informationen so weitreichend und transparent wie möglich anzubieten. Beteiligung in der Alltagskultur direkt durch das gemeinsame Gestalten öffentlicher Räume, das nimmt ja projektartig in einigen Städten auch schon konkrete Formen an. Ich würde mir wünschen, dass das ein durchgängiges Prinzip würde. Angesprochen von mir gerade schon und auch von Rainer bzw. von Daniela eben die demografische Entwicklung ist, glaube ich, eines der Kernprobleme, die uns trifft, deutschlandweit in einigen Regionen mehr oder weniger ausgeprägt. Manche Städte wachsen, attraktive Städte. Wir haben uns gerade eben vorab unterhalten, die Städte in Nordrhein-Westfalen entlang des Rheins erfreuen sich eines Zuwachses, andere schrumpfen. Da setzt die Überalterung stärker ein. Die Menschen wandern weg oder müssen aus ihrer gewohnten, geliebten Umgebung raus. Mit dem Zuzug der Menschen zu einigen Städten ist in der Regel auch ein Mietpreisanstieg verbunden, auch ein Verdrängen der Bewohnerinnen und Wohner, der alteingesessenen Bewohnerinnen und Wohner aus ihren Stadtteilen. Die werden verdrängt von meist Menschen, die ein höheres Einkommen haben. In den schrumpfenden Städten geht die Infrastruktur verloren bzw. bröckelt, es wird weniger investiert. Die Arztpraxen, wir alle diskutieren ja das Problem des Verschwindens der Hausärzte in der Fläche, weil niemand mehr Attraktivität sieht, sich in der Fläche anzusiedeln, auch öffentliche Einrichtungen. Ich glaube, alle, die kommunalpolitisch unterwegs sind, diskutieren, wie können wir die Schwimmbäder, die Sportstätten in Zukunft noch erhalten, die Bibliotheken. Und gerade in schrumpfenden Städten wird das ein verstärktes Problem. Ich weiß, dass aus der eigenen Diskussion im Saarland, dass dort über Rückbaukonzepte in den Kommunen nachgedacht wird, dass jetzt darüber nachgedacht wird, dass für Landespolitiker schwierige Thema, die Ebene der Kurfürsten einzufangen, die interkommunale Zusammenarbeit voranzubringen, angereizt werden soll, indem man zum Beispiel auch die Fusion von Kommunen befördert, weil es faktisch nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, dass man in zwei Kommunen eine komplette Verwaltung vorhält. Also ich glaube, da haben wir mit vielen Herausforderungen zu tun. Wichtig, und da erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues, ist es, dass eben regional und zeitlich angepasste Entwicklungsstrategien für diesen zukunftsfähigen, bezahlbaren, klimagerechten und altersgerechten Wohnraum erstellt werden, um die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen und dass die Infrastruktur sich diesem veränderten Bedarf angepasst wird. Das ist leider häufig noch nicht der Fall, wenn wir uns den Bundesverkehrswegeplan angucken, was da alles an Projekten gemeldet wird, die mit Sicherheit nicht nachhaltig angelegt sind und die Finanzierung wahrscheinlich über Jahre, wie beim alten Plan, nicht da ist. Wir wollen, ich habe es eben schon angesprochen, die Gentrifizierung bremsen, das heißt das Heraustreiben der Bevölkerung aus den Quartieren durch Überteuerung, durch steigende Mieten, die Inklusion voranbringen, die Akzeptanz für die Städte stärken. Denn wir beobachten, dass gerade die wachsende Nachfrage, auch die Modernisierung, Brennpunkt Berlin beispielsweise, zu exorbitanten Mietpreisen oder Mietsteigerungen geführt, sodass die alteingesessenen Mieterinnen und Mieter die Preise nicht mehr bezahlen können. Es folgt die Verdrängung, die soziale Spaltung der Städte droht. Die Städte werden älter, nicht nur die Regionen werden älter, auch die Städte, der ländliche Raum wird älter, auch die Städte werden älter. Wir brauchen überall Wohnraum, in dem die Menschen altersgerecht wohnen können, in dem sie barrierefrei wohnen können, die umgebaut werden müssen, neu eingerichtet werden müssen. Das ist ein riesiger Bedarf. Auch da nehme ich wahr, dass es noch längst nicht angekommen ist in der Förderung bzw. in der Planung. Der Inklusionsgedanke, über viele Jahre entwickelt,
in Landesprogramme, ist teilweise auch noch nicht in Kommunalprogramme übersetzt. Ein riesiges Aufgabenfeld, ein teures Aufgabenfeld, wo wir uns früh überlegen müssen, wie wir nicht das gleiche Versagen machen wie bei der nachhaltigen Infrastruktur, dass Radwege so obendrauf gesetzt werden müssen und nicht von Anfang an eingeplant werden, dass Barrierefreiheit von Anfang an in die Planung mit reinkommt, dass sie das Fundament von Planungskonzepten bildet. Das heißt eben auch, nicht nur die öffentliche Struktur, auch die Geschäfte, die Praxen, der Personennahverkehr muss barrierefrei werden, um der alternden Gesellschaft gerecht zu werden. Die grünen Maßnahmen, die wir da formuliert haben, ein bisschen was wurde im Koalitionsvertrag der Großen Koalition umgesetzt. Uns reicht das nicht, dass zum Beispiel die Mietpreisbremse kommt. Uns geht sie nicht weit genug. Wichtig ist aber, dass sie jetzt bald kommt, denn die aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen deutlich, dass die Mietpreisbremse schnell und ohne Hürden gebraucht wird. Die Zahlen zur Entwicklung der Netto-Kaltmieten zeigen immer weiter den Weg nach oben. Im Dezember 2013 sind sie im Bundesdurchschnitt um etwa 1,6% im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Am deutlichsten zeigt sich das in Berlin mit einem Anstieg von 2,5%. Das heißt, da ist tatsächlich Bedarf, dass wir die Mietpreise einschränken. Wir brauchen eine bessere Unterstützung, Förderprogramme, das haben wir im letzten Jahr immer wieder gefordert. Leider bleibt auch da der Koalitionsvertrag weit hinter dem zurück, was notwendig wäre für die energetische Sanierung, für den altersgerechten Umbau, um den Wohnraum oder die Kosten für den Wohnraum fair und sozial abzufedern. Wir wollen Stadtviertel und ihre Einrichtungen bei der Integrationsaufgabe stärken, zum Beispiel indem Einrichtungen vor Ort wie Schulen, Sportstätten, Kindertagesstätten besonders gestärkt werden, besonders unterstützt werden. Aber auch da leider fehlt die Investition, fehlen die Programme, um verstärkt investieren zu können. Den einzigen Strohhalm sehe ich jetzt, dass endlich der jahrelange Abbau des Programms Soziale Stadt gestoppt wurde, ein bisschen aufgestockt wurde, dass das Programm Soziale Stadt zum Kernprogramm der Städtebauförderung wieder geworden ist und damit auch wieder aufnimmt, dass wir die zunehmende Spaltung der Städte nicht länger hinnehmen können, dass wir einen Umbau brauchen, der dem demografischen Wandel, den Ansprüchen der Familien und der Jugendlichen entgegenkommt. Ja, die Stadt der Zukunft, das überrascht für Grünen natürlich nicht, ist grün. Wir wollen die Artenvielfalt voranbringen, Grünräume entwickeln, das heißt Grünflächen, Luftschneisen, Alleen, die das Stadtklima stärken, werden immer wichtiger. Ich glaube, das erfahren wir alle. In heißen Sommermonaten nehmen die Hitzesituationen in Städten zu. Wir haben es mit Gesundheitsproblemen zu tun. Der Klimawandel setzt sich fort. Wir werden es mit immer heißeren Sommern zu tun haben, die auch mit viel Feuchte einhergehen, auch mit Hochwassern zu tun haben. Auch darauf müssen sich die Städte gerade an den Flüssen auseinandersetzen, dass wir Programme haben, die den städtischen Wasserhaushalt, das Zusammenwirken von Stadt und Fluss zusammendenken, dass wir die Natur wieder in die Städte reinbringen. Wir haben oft einen sehr starken eine Artenvielfalt, gerade in Städten, weil sich dort Lebensräume bilden. Das gilt es voranzubringen. Ich glaube, ein starkes Thema, was wir zumindest in den letzten ein, zwei Jahren lokal viel diskutiert und vorangebracht haben, war das städtische Gärtnern, das Urban Gardening in den USA schon etwas weiter vorangebracht als bei uns, was eine lebendige Alterskultur mit dem Gärtnern voranbringen kann, dass man für Dachgärten, für grüne Fassaden wirbt, für vertikale Gewächshäuser in den Bürogebäuden, dass die Stadtumbauprogramme gestärkt werden, damit die Brachflächeninitiativen gefördert werden, um eben eine grüne Vernetzung in der Stadt hinzubekommen, die Flucht quasi nach außen, das Grüne nur im Umland zu suchen, wieder zurückbringt und die Pantoffelwege nochmal herzustellen oder generell herzustellen, dass wir mehr Grün in der Stadt, vernetztes Grün, Renaturierung voranbringen, um die Menschen in der Stadt einem Wohlfühlklima auszusetzen. Ganz wichtig, weniger Fläche verbrauchen. Wir haben nach wie vor eine dramatische Entwicklung. Der Flächenverbrauch in Deutschland ist mit etwa 70 Hektar pro Tag immer noch viel zu hoch. Wir wollen, dass die
was ich eben schon angesprochen habe, die Entwicklung vor allen Dingen innern der Städte stattfindet, dass die nach wie vor im Außenbereich stattfindende Planung von Siedlungen zurückgefahren wird, dass Lücken geschlossen werden, Brachflächen im Innern der Städte in bestehenden Siedlungen reaktiviert werden. Denn klar ist, langfristige Folgekosten durch eine Infrastruktur, die in 10, 20, 30 Jahren gar nicht mehr gebraucht wird, schlagen teuer zu Buche. Das können wir uns heute angesichts der klammen Kassen in der Kommunen einfach überhaupt nicht mehr leisten. Die Zielsetzung höchstens 30 Hektar pro Jahr, das ist die Zielsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie für das Jahr 2020. Da bliebe noch vieles zu tun. Das heißt, wir müssen mehr als die Hälfte von dem wegnehmen, was wir derzeit an Flächenverbrauch brauchen. Ich glaube, in den Stadtverwaltungen wird diskutiert oder muss auch stärker vorangebracht werden, die Grün- und Brachflächenkataster, um die Auswirkungen von Klima und Umwelt und Natur zusammenzubringen, in die Städte reinzubringen, um sie in der Bauplanung auch rechtzeitig zu berücksichtigen. Ich weiß, dass Arndt Glocke nachher noch einsteigt auf das Thema nachhaltige Mobilität. Natürlich auch ein grünes Herzensanliegen unsererseits, dass wir auf eine klimafreundliche, auf eine gesunde Stadtentwicklung und Fortbewegung setzen, dass wir die Fußgängerinnen und die Radfahrerinnen stärken wollen, dass die Verkehrsflächen sicherer werden, gerade auch für Kinder und Jugendliche, dass man sich frei bewegen kann, ob das in einem Shared Space ist, was mehr und mehr in Projekten ausprobiert ist oder besser noch in eigens dafür vorgesehenen Wegen, dass der Ausbau des ÖPNV noch stärker vorankommt. Auch da hätten wir uns wesentlich mehr von der Bundesregierung erwartet. Wir wissen nach wie vor überhaupt nicht, wie geht es mit den Entflechtungen, mit den Regionalisierungsmitteln weiter. Riesige Defizite, die anstehen. Ich hoffe, dass wir den Druck erhöhen können, dass es viel effizienter und kostengünstiger ist, in die Stadtplanung gleich die Projekte und Pfade für den Fuß- und Radwegverkehr einzuplanen, als das draufzusetzen. Ich habe gerade im Radio, im Taxi auf dem Weg hierher gehört, dass die Stadt Düsseldorf plant, für 1,5 Millionen Euro einen Lückenschluss im Radverkehr jetzt voranzubringen. Aber es ist halt eben immer teurer und immer schwieriger, sowas voranzubringen, wenn man es oben drauf setzt, als wenn man es gleich in die regionale, in die Kommunalplanung mit einbezieht. Wir wollen bessere Voraussetzungen für die Kommunen, damit das Tempo 30, die Tempo-30-Zonen ausgeweitet werden. Shared Space habe ich eben schon angesprochen, Begegnungszonen im Bund, mehr Mittel für den ÖPNV, für den Fuß- und Radwegeverkehr, das Abstellen von Carsharing-Fahrzeugen, dass endlich mal das Thema Elektromobilität vorangeht. Die nationale Plattform Elektromobilität ist groß gestartet und als Bettvorleger gelandet. Da ist überhaupt gar nichts passiert in den letzten Jahren. Wir haben lächerlich kleine Zahlen angesichts der Zielsetzung, dass man 1 Million Fahrzeuge mal im Straßenraum in Deutschland haben wollte. Das ist nicht die Zielsetzung, das ist nicht die Lösung des Verkehrsproblems. Und es wäre wenigstens mal eine Schiene, um vom erdölbasierten Verkehr wegzukommen. Es geht natürlich auch darum, Barrieren abzubauen. Immer noch sind zu viele Bordsteinkanten zu hoch, immer noch sind viel zu wenige Busse so, dass sie bequem, dass ein bequemes Ein- und Aussteigen möglich ist, dass die Beleuchtung stimmt. Auch da müssen viele Städte angesichts der klammen Kassen die Beleuchtung zurücknehmen. Das Gegenteil wäre eigentlich der Fall, um Barrierefreiheit zu gewährleisten. Wir wollen natürlich die Teilnehmerzahl im Umweltverbund stärken und den öffentlichen Verkehr klimaneutral machen. Gestern Abend habe ich gerade eben gesehen, dass ich auf dem Platz von Sylvia Lührmann hier sitze. Das ist so ein kleines Metallschild unten eingegeben. Haben wir in der Vorbereitung zur Bundesratssitzung heute über das Thema Bildung gesprochen. Auch das ein trauriges Feld, wenn man sich anguckt, was die Bundesregierung derzeit vorsieht an Bildungsmitteln. Es geht nichts voran oder wenig voran im Kita-Ausbau, dass es darum geht, gerade in den Städten die Möglichkeit zu bieten, qualifizierte Bildungsformen zu wählen, Einrichtungen voranzubringen, sind die Basis für die intelligenten Städte. Wir wollen von Anfang an in allen Stadtteilen lebenslanges Lernen gewährleisten, von der Kita bis zu den Volkshochschulen und all dem, was in den weiteren Jahren zur Verfügung steht. Aber wir haben keine Möglichkeiten, das so qualifiziert aufzubauen, dass wir den Anforderungen, die moderne Familien heute an Bildung zum Beispiel haben, in irgendeiner Weise gerecht werden können. Wir wollen auch die
Ausstrahlung der Stadt durch das kulturelle Erbe weiter, das kulturelle Angebot, Entschuldigung, nicht Erbe, kulturelle Angebot weiter stärken. Auch da wird in jeder Kommune der Euro dreimal rumgedreht. Es kann nicht sein, dass wir in Kulturprojekten sparen müssen. Damit lebt die Stadt. Das ist kreatives Handeln, das ist kreatives Vorangehen von Menschen, die das Bild der Stadt prägen. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn wir hier weiter die Schuldenspirale der Kommunen nach oben drehen, kein Geld mehr für kulturelle Einrichtungen zu haben, für Ateliers, für Jugend- und Kulturzentren. Das wird eine geistige Verarmung der Städte mit sich bringen. Lassen Sie mich noch auf ein Thema eingehen, was Kernanliegen meines Engagements in den letzten Jahren war, die Energie- und Klimaschutz. Rainer Bricken hat es eben angesprochen. Trotz des Klimawandels wächst der Bedarf in den Städten für Wärme, für Strom, für Mobilität. Aus den städtischen Räumen gehen 3/4 aller klimaschädlichen CO2-Emissionen aus. Auch das ist eine Anforderung, der wir gerecht werden müssen, der wir entgegnen müssen. Wir müssen Ressourcen schonen, wir müssen die globale Erwärmung aufhalten. Das, was derzeit leider von der nationalen und von der Europaebene ausgeht, ist genau das Gegenteil. Mit diesen Zielsetzungen werden wir das global vereinbarte 2-Grad-Ziel nicht einhalten können. Das ist eine Absage an die Eindämmung der Klimaerwärmung. Wir müssen dafür kämpfen. Da sind die Städte ganz, ganz zentral, den CO2-Ausstoß erheblich zurückzufahren, gerade durch das Einfangen bzw. das Aufwecken vielmehr des schlafenden Riesenwärme. Wir haben einen Riesenbedarf im Gebäudebereich, die Energiewende im Gebäudebereich voranzubringen und dort Klimaziele zu erreichen. Die energetische Gebäudesanierung ist zentraler Bestandteil, nicht nur für den Klimaschutz, sondern wir alle wissen, dass sie auch ein erhebliches Wachstum mit sich bringen kann. Man sagt immer so, 1 € Förderung löst etwa 8 bis 10 € Investitionen aus. Das DEW hat kürzlich bestätigt, dass etwa 30.000 Arbeitsplätze dadurch geschaffen würden, wenn es der Bundesregierung gelänge, die energetische Sanierungsquote von etwa unter 1%, wo wir derzeit sind, auf 2% hochzufahren. Wir wissen alle, 3% ist eigentlich das, was wir brauchen, um dem Bedarf an den Klima- und Energiezielen irgendwie gerecht zu werden. Aber dafür bräuchte es auch endlich mal Förderprogramme, Sanierungsprogramme, damit es endlich mal losgeht. Wir sprechen seit Jahren davon, diesen unsanierten Gebäudebestand voranzubringen, zu sanieren. Da passiert viel zu wenig. Ein Großteil der Wärmeenergie müsste eingespart werden. Da sind eigentlich die wahren Kosten, die es anzugehen wird. Da müssten wir einen Schwerpunkt drauflegen. Die Abhängigkeit von Importen zeigt uns vielleicht auch gerade die Diskussion mit der Ukraine. Wir haben in den letzten Tagen vielfach darüber diskutiert, dass eine Abhängigkeit von fast 40% von Erdgas, das aus Russland kommt, auf Dauer damit gelöst wird, dass wir gerade in den Städten mit hohem Verbrauch an Wärmeenergie, der oftmals durch Gas gedeckt wird, kompensieren können, wenn wir die Energiewende im Wärmebereich und auch im Mobilitätsbereich voranbringen. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die sich stemmen lässt und die auch Ehrgeiz weckt, zunehmend Abhängigkeit zu senken, auch auf ambitionierte Ziele in der Wärme- und Mobilitätsversorgung durch erneuerbare Ressourcen zu kommen. Die Mittel, ich brauche das nicht weiter aufzuführen, ich habe es eben schon gesagt, wir brauchen mehr Fördermittel, ob das jetzt das KfW-Gebäudesanierungsprogramm wäre oder ein Energiesparfonds, der vor allen Dingen auch die einkommensschwachen Haushalte berücksichtigt. Auch da tut sich leider reichlich wenig. Wir hätten da gerne mehr gesehen im Bundesprogramm, dass man in der Gesamtdiskussion auch den Wärme- und den Effizienzsektor stärker hervorbringt. Ich habe mich auch da gefreut, dass der grüne Antrag für die Kommunalwahlen vorsieht, dass man Bürgerenergienossen stärken will, dass Solarsiedlungen vorangebracht werden sollen, die LED-Beleuchtung, dass Klimaschutzkonzepte erarbeitet werden. Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, wir haben im Saarland ein flächendeckendes Solarkataster etabliert. Das hat wirklich einen Vorschub gebracht, um den Menschen zu zeigen, genau das ist mein Potenzial an Sonnenenergie auf dem Dach oder auf meinem Fabrikgelände. Und es aktiviert, wenn da eine Vernetzung stattfindet zwischen dem Internetlink und der kommunalen Beratung und Energieberatern, dass man tatsächlich was voranbringen kann. Das große Damoklesschwert, was derzeit darüber hängt, ist die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes, weil da nützen die ganzen Solarkataster nichts mehr, wenn uns der nationale Rahmen wegbricht, wenn uns die Förderung für
erneuerbare Energien wegbrechen. Und auch das ist mein Plädoyer hier, dass wir Richtung Bund ganz klar signalisieren, wir brauchen nach wie vor eine Förderung für die erneuerbaren Energien. Das ist einfach unsere Versicherung gegen steigende Energiepreise der Zukunft. Die zentrale Frage bzw. der abschließende Punkt, ich habe es jetzt in mehreren Aspekten oder mehreren Absätzen auch schon angesprochen, ist natürlich, dass wir die entsprechenden Finanzen haben. Es geht nichts voran, ohne dass die Kommunalfinanzen verbessert werden. Der Umgang mit öffentlichen Mitteln wird zu Recht zunehmend beklagt. Gerade jüngere Leute lassen es sich heute nicht mehr gefallen, dass die Schulden anwachsen, die sie später bezahlen sollen. Wenn man sich die wachsende Schuldenlast gerade der Kommunen ansieht, ist das nach wie vor ein vollkommen ungelöstes Problem. Ich glaube, da gibt es interessante Erfahrungen, wie man mal mit Beteiligungshaushalten die Bürger versucht, mit einzubinden, wie man vielleicht bestimmte Projekte doch nicht umsetzt, die man angeblich als bürgernah sieht, aber da einfach auch ein Verständnis zu entwickeln, die Projekte mit voranzubringen oder eben auch eine Entscheidung zu treffen, dass sie nicht umgesetzt werden. Gravierender ist aber, dass eine ganz klare Botschaft ausgeht, der Bund muss endlich mehr für die Kommunen tun. Sie werden vollkommen im Regen stehen gelassen. Wir haben gestern gehört, dass der Bundeshaushalt für 2015 nicht vorsieht, dass 1 Milliarde Euro für die Kommunen investiert werden. Diese Investitionssumme wird auf das Jahr 2016 verlagert. Ich habe es eben angesprochen, es gibt keine Idee, wie man die Regionalisierungs- und Entflechtungsmittel auf den Weg bringt in den nächsten Jahren. Die 5 Milliarden Euro für die Verkehrsinfrastruktur sind rein für Projekte außerhalb der Kommunen gedacht, also nicht für die innerkommunale Straßen- und Brückenbau. Es sind nicht genügend Bildungsmittel da. Und da liegt mit Sicherheit unser Fokus für die Kommunalwahl, dass wir klar machen, wir brauchen mehr Mittel für die Kommunen, für die Daseinsvorsorge, für die Selbstverwaltung der Kommunen, dass wir als Grüne darin ein ganz zentrales Anliegen sehen, dafür in den Kommunalwahlen auch kämpfen und da auch eine Verbindung zu den Europawahlen herstellen, weil immer mehr Entscheidungen, die in Europa getroffen worden sind oder werden, Beispiel Wasserversorgung, Wasserprivatisierung, schlagen sich auf die Kommune runter. Deswegen wird es auch so wichtig sein, dass wir im Wahlkampf für den 25. Mai die Verbindung von Europa bis zur Kommune herstellen und auch da Beispiel TTIP, das Freihandelsabkommen, deutlich machen, dass wir mehr Beteiligung, mehr Transparenz, mehr Wahrung der ökologischen Verbraucherstandards, die wir schon erarbeitet haben, dass wir das umgesetzt haben wollen. Das wird unser Anliegen für die nächsten Wochen und Monate sein. In diesem Sinne wünsche ich eine kreative Tagung, eine kreative Debatte um all das, was wir in der Kommune umsetzen wollen, um eine zukunftsfähige, grüne, lebhafte, bunte Stadt zu bekommen. Und danke für die Aufmerksamkeit.